Willkommen zurück zu Bad Boomerang, auf nach 8.6, Soaring in Soon Skies. Wir sind auf jeden Fall jetzt im Himmel. Und wir haben in der letzten Folge unsere Boomerang geupgradet, das heißt, ihr seht schon, er fliegt viel weiter. Und ist allgemein noch besser. Oh Gott, der versteckt sich da in Wolken. Aber ich kann nichts machen mit dem, okay. Muss er akzeptieren. Okay, kann ich springen. Okay, zack, so. Ich muss aufpassen, wo ich überall stehen kann, wo nicht. Aua. Ach, da kann ich einfach... Oh. Das war jetzt meine Schuld, dass ich gestorben bin. Muss gerade ein bisschen das Level verstehen. Schwinde. Genau. Ah! Ja, schade. Da wurde ich leider getroffen. Genau, in der letzten Folge haben wir auch einen Herzcontainer bekommen. Und haben somit jetzt mehr Leben. Heißt, ich sollte hoffentlich jetzt nicht mehr so oft sterben. Schwinde. Okay, manchmal kann ich auf die Wolke drauf, wo er steht. Verstehe nicht genau mal wann, aber... Okay. Warum wurde es gerade... Warum wurde es gerade grün? Habt ihr das gesehen? Wurde gerade grün. Na, okay. Ich bin auch. Oder kann ich das jetzt ziehen? Ah. Okay, interessant, interessant. Na gut. Oh, jetzt ist wieder alles klein und ist alles grün. Ach, nicht runterfallen. Bestimmt versteckt sich ja gleich irgendein Sammelgegenstand irgendwo hinter etwas. Okay, hier brauche ich einen Schlüssel. Sind wir auch zum ersten Mal so ein Schlüsselloch? Na gut, ich sehe schon da oben. Kann ich was ziehen? Ach, ich muss wahrscheinlich die Flamme mitziehen, oder? Nein! Moment. Ich hab eine Idee. Dann ziehe ich die hier mit. Und dann? War das richtig? Ich glaube, das Gefühl, es war richtig, aber es hat noch einen Schritt gefehlt. Also irgendwas muss ich, glaube ich, dann noch machen. Und was fehlt mir da noch? Okay, Moment. Lass mich nochmal ausprobieren. So kommst du mit. Zack. Und dann? Ich dachte, ich lass mich halt immer treffen, weil ich habe keine Ahnung. Musst du nach unten? Nee, unten sterbe ich nur. Okay, die ganzen Kerzen müssen brennen. Zack. Kerze brennt. Die Kerze muss brennen. Das bedeutet, ich muss den hier... wie ziehe ich den denn? Sofort. Vielleicht doch sofort, ne? Ah, habe ich gleich gesehen. Wahrscheinlich vorhin schon aufgegangen. Okay, sorry. Habe ich nicht gemerkt. Na gut. Kriegen wir hier vielleicht gleich ein neues Power-Up? Tatsache. Was haben wir jetzt? Flight. Press the jump button while in air to begin flying. Oh. Wie lange können wir fliegen? Für immer? Ich fliege jetzt einfach für immer. Ach, aber ich kann nicht an Höhe gewinnen, wenn ich das mache. Ich muss ihn mal gedrückt halten. Ah. Das ist ja ziemlich OP, finde ich. Krass. Ja gut, das ist so das Problem. Ich kann halt nicht an Höhe gewinnen bei dem Power-Up. Ne? Ich kann nicht an Höhe gewinnen. Also ich muss das ständig machen. So. Aber finde ich trotzdem cool, das Power-Up. Aua. Aua. So. So, hier richtig. Aber kann auch, wenn man ganz hoch gesprungen ist, sich so, genau, so ein bisschen herabbewegen. Okay. Was ist so, kleiner Vogel? Aua. War es nicht geplant, ob ich wieder drei Leben habe, ne? Pro-Taktiken hier bei mir. Skrr. So, let's go. Ach so, das sind, oh Gott, die Wolken. Ich dachte, die wären im Hintergrund. Nee. Aua. Das blöde Viech. Hä? Was mache ich denn hier? Das kann ich nach oben schieben lassen. Okay. Ein bisschen bin ich noch verwirrt über das ganze Layout des Levels hier, aber ich werde es bestimmt noch schon gleich herausfinden, alles. Wie das hier alles so genau funktioniert. Und manchmal ändert sich die Paletten. Manchmal ändert sich die Palette aus irgendeinem Grund. So, jetzt kann ich rüberfliegen. Ich weiß noch nicht, wie weit. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas finde. Nee. Ah, hier muss eine Kerze hin. Kommt nichts.
oder so? Ah. Nee. Ah! Hm. Und er fällt? So jetzt? Ah. Ah, knapp. So. Und dann. Oh, bleiben. Nein! Ah! Aber ich hatte die richtige Idee. Ich hatte die richtige Idee. Okay, das ist nicht so schwer. Das ist ein bisschen chilliger, ein bisschen mehr rätselhaftiger, aber gefällt mir. Dann muss ich nicht so viel. Muss ich so schlecht spielen. Ja, sage ich und lass mich natürlich sofort treffen. Perfekt. Okay, hier war das, genau. Jetzt oben bleiben. Ja. Jetzt oben bleiben. Hä? Oder nicht? Oder muss man die nur im letzten Moment? Also sprich jetzt. Ha? Versuch's nochmal. Auch wenn ich nicht ganz verstehe. Jetzt habe ich es geschafft, oder? Jetzt geht er hier ganz normal hier rüber. Oh Gott, das sieht komisch aus mit den Teils. Sehr komisch gelayert. Jetzt habe ich es, ne? Schnell! Ja, jetzt hatte ich es. So, da wollen wir drüber fliegen über die ganzen Kerzen. Aua! Wow. So, genau hier oben ist eine Wolke, da muss ich aufpassen. Da ist dieses Viech, genau. Schießt du mal. Eine blöden Sachen. Okay, das geht, das geht, das geht. Okay, okay. Tomaten. Die können schießen. Kennt man. Oder kann ich vielleicht. Nee, okay. Muss aber am höchsten Punkt. Ich dachte, ich könnte vielleicht genau in dem Moment springen drücken und dann komme ich vielleicht noch höher. Ist aber nicht der Fall. Oh nee, wieder sowas. Oh, oh mein Gott, was bist du denn für ein süßes kleines Ding? Nach oben, genau nach oben. Nach oben. Ah, das war nicht gut genug. Das war dumm von mir. Warte, ist das die Rose? Moment, das ist doch die Rose hier. Wieso kann ich die nicht einsammeln oder ist es keine Rose? Gerade ein bisschen verwirrt. War das jetzt die Rose oder nicht? Nee, hier oben ist auch noch eine. Nee, dann war es das nicht. Ja. Mann! Ich mag solche Screens nicht in diesem Spiel. Ah, ich muss früh genug auf den drauf, damit ich hier hochkomme. Okay. Zack. Dann kommt noch gar nicht mal der Gegner. Also gar nicht erst der Gegner. Oh, hier darf ich nicht so. Jetzt. Yes. Ah, ja, doch, geht noch, geht noch. Schießt du erstmal? Genau. Zack. Zack. Okay, funktioniert, funktioniert. Hä? Nein! Oh, er killt mich nicht. Oh, danke, Spiel. Ist er so gestylt wie so ein altes Spiel? Deshalb hätte ich schon dem Spiel zutrauen können, dass er mich da killt. Okay. Okay, okay, okay. Okay, jetzt habe ich's. Jetzt bin ich hier oben, aber ich bin fast tot. Okay, ich kann hier stehen. Ich muss den nach hier drüben bringen. Wie mache ich? Was? Der fliegende Bär kann davon getroffen werden und mich dann. Oh, dann brennt der, dann tut er mir weh. Ach, so soll man es wahrscheinlich machen. Dann sollte die Kerze gleich da oben anzünden, oder? Das kann sein. Das könnte ich mir vorstellen. So. Nicht? Doch, das muss eigentlich so sein. Wie soll es denn sonst sein? So, zack. Wieso brennt denn jetzt die Kerze nicht an? Weird. Ich habe schon gedacht, dass das so funktionieren würde. Oder hat das schon? Hä? Bin ich gestorben? Wir sind woanders. Okay, keine Ahnung. Anscheinend hat das schon. Jetzt bin ich gestorben. Schön. Wenn ich jetzt, würde ich jetzt nicht auf Newcomer spielen, müsste ich wahrscheinlich das Ganze nochmal komplett von vorne machen. Cool, oder? Deshalb spiele ich jetzt auf Newcomer. So. Achso, hier kann ich. Achso, Wolken. Sieht man nicht so gut, leider. Allgemein habe ich hier wirklich eine schwere Zeit auszufinden, wo was ist. Und wo ich stehen kann und wo nicht und alles, ne? Ich bin das auch nur ich, aber ich habe trotzdem Probleme damit. Ich habe noch nicht die Rose gefunden. Das macht mir tatsächlich sehr viel Sorgen, weil das bedeutet, ich muss gleich das Level neu machen. Oder bist du die Rose?
Nee. Hm. Aber ich mag diesen kleinen Bären hier, mit dem ich fliege. Also könnte ein Bär sein, ich weiß nicht, was es ist. Warte, wo ist denn die Kerze? Ich, oh, verdammt! Ja, komm, kannst mich schon mal killen. Nee, ich glaube, da ist gar keine Kerze. Ich habe jetzt keine gesehen, tatsächlich. Nee. Ach, komm! Nee, hier scheint keine Kerze zu sein. Okay, vielleicht muss ich einfach nur mit ihm ein bisschen nach oben. In dem richtigen Moment abspringen. Ja. Das scheint auch zu funktionieren. Das war leider ein bisschen zu tief. Das ist ein bisschen ganzes Try and Error, das Ganze hier. Weiß nicht, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Weiß nicht. Komm ein bisschen nach oben. Danke. Ich lasse ihn jetzt dafür sterben. Na komm, jetzt kann ich hier durch. Hier kann ich stehen. Kann ich Boingi Boingi machen. Weiß aber nicht genau, was das bringt. Okay. Kann ich doch bestimmt hoch. Nicht? Aber komme ich nicht hoch. Ah, doch, von hier komme ich da hoch. Aber ich muss aufpassen, weil ich gleich sterbe. Okay. Boah, das ist alles präzise hier. Alles ganz, ganz präzise. Okay, hier muss eine Flamme hin. Und hier muss noch eine, wir müssen zwei diesmal hin. So. Die kommt hier schon mal hin. Ja. Eine haben wir. Eine der Kerzen. Ah, oh, ich verstehe es, ich verstehe es. Ja, ja, ich verstehe. Gott, das ist aber nicht einfach, diese Kerze. Ich muss... Der muss genau dann hier durch. Lass mich Damage boosten? Ah, nee, es geht auch so. Oder? Warte, war das falsch? Moment, am Ende vielleicht? So, ganz am Rande, so? Nein, geht das nicht? Hm? Ha? Nee, ist anscheinend falsch. Muss der hier vielleicht irgendwas? Nee, hier kann er nichts machen. Also, ich bewege mich mal weiter, weil hier ist ja auch noch was. Genau, hier ist ja auch noch was. Hier muss auch noch mal einer hin. Was? Wie soll ich das denn anstellen? Wie soll ich das denn anstellen? Ha. Moment. Nee. Hm? Moment. Ich habe noch eine andere Idee. So, da geht er nämlich hier lang. Dann ziehe ich ihn her. Okay, ich habe das jetzt zumindest schon mal geschafft. Hier ist übrigens die Rose. Nicht? Hä? Wo ist denn die? Ich hab die wirklich verpasst. Die muss ich gleich nochmal nachholen. Hä? So macht man den, aber seit wann... Aua, verdammt, ich will nicht sterben. Seit wann ist der denn hier? Habe ich nicht gesehen. Sorry, guys. Habe ich wirklich nicht gesehen. Bis nach unten. Jetzt kannst du ganz schnell nach oben. Das war nicht richtig. Glaube ich. Eieiei. Rätsellevel hier heute. Durch. Da muss wahrscheinlich im richtigen Moment sterben. Jetzt zum Beispiel. Das könnte richtig sein. Ja! Nein, da komme ich da hoch! Wow! Ich habe die Rose verpasst. Ich suche sie jetzt nochmal. Aber wow, war das knapp. 120 Bells. So wenig. Hallo, da oben ist einer. Da oben ist einer. You look excellent out there today, Bell. I saw the whole thing from way up here. Ich hab's super gemacht, ich weiß. Ich weiß. Den haben wir schon mal geredet, oder? Kann sein. Ansonsten ist ja nichts wirklich Neues. Ah, doch, du bist neu. Aber mit dem kann ich nicht reden. Oh, sorry, I never have much to say, but thank you for still coming to talk to me. You have such a lively voice, okay? Gerne rede ich mit dir.
Ne, anscheinend ist hier nichts Neues. Na gut. Ich suche dann kurz die Rose. Und dann sehen wir uns gleich am Ort der Rose wieder. So, falls ihr noch hier in diesen Ort hindern könnt, ist relativ am Anfang des Levels, würde ich sagen. Vielleicht auch ganz knapp mittig, aber ich würde sagen, eher am Anfang. Auf jeden Fall hier, wenn man hier nicht oben lang geht, sondern nach unten lang geht, findet man hier die Rose. So, behalte ich die jetzt, wenn ich rausliefe? Nein, ich behalte sie nicht. Aber so müsste es eigentlich aussehen. Das bedeutet, ich muss das Level nochmal durchspielen. Okay, ein weiteres Mal geschafft. Diesmal mit der Rose. Und nun haben wir den hier. Bock, bock. Wuff, wuff, okay. Ich bin der Hund. Ach, das soll das ein Hund darstellen? Moment. Soll das ein Hund darstellen? Ist da so ein Bär eher? Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, mehr hat er nicht zu sagen. Schade. Okay. Ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit für das nächste Level. Deshalb versuchen wir es mal. Akt 7. The King's Curse. Oh, das ist jetzt das Gegenteil zu dem hier. Akt 4. Denn jetzt kämpfen wir nicht gegen die Queen, sondern gegen den King. Und er wurde zu einem süßen kleinen Drachen. Oh, hallo. Was müssen wir da machen? Was? Ich ziehe ihn. Oh, ich habe noch nie gezogen. Hey, kleiner Fadengeist. Aua! Was zum... Oh Gott. Bin ich hier bei Bowser oder was? Okay, interessanter Kampf. Erinnert mich so ein bisschen an so einen Cuphead-Boss oder so. Ein bisschen hat das was. Hä, wieso? Wieso habe ich Damage genommen? Bam! Okay, ich muss deine Fäden ziehen. Das ist doch kein Plüschgeist. Okay, ja, die sind easy. Okay. Ah, der gibt mir ein Power-Up. Genau. Nein! Hä, habe ich bald mein Power-Up? Lol. Na gut, nehme ich an. Nehme ich an. Weil ich halt mein Power-Up. Aua! Leider gibt es ja nicht so viele Gegner, die ich besiegen kann für Leben, ne? Das ist ein bisschen schade. Knappes Ding. Hallo, Flamme. Ich möchte mir nur den Faden hier ziehen. Yeah! Bam. Genau. Zack. Ich habe ja schon die Ability. Ich treffe ihn aber nicht hier oben. Ist glaube ich auch egal. Ja. Aua. Das ist nicht so einfach, der Kampf. Was muss ich jetzt machen? Muss ich ihn angreifen? Und ich kann ja nur mit den Fäden angreifen, meine ich. Zumindest war es vorher so. Ich habe das Gefühl, irgendwas mache ich falsch. Aber was mache ich falsch? Habe ich noch eine Secondary Ability? Press the Jump Button right in the air to begin flying. Ja, mehr habe ich nicht. Und dann muss ich in der Luft bleiben? Hä? Was? Das tut mir nicht weh, der Regen. Den brauche ich vielleicht sogar? Okay, ich versuche mal nächstes Mal den Regen einzusammeln. Anscheinend brauche ich den oder so. Keine Ahnung. Okay. Wie gesagt, ich versuche es mal gleich. Genau. Yeah! So, genau, die ersten beiden Leben sind jetzt für mich einfach. Den treffe ich jetzt leider nicht. Genau, mach du ihn für mich einfach. Finde ich gut. Ich muss aufpassen, weil ich glaube, der kann auch manchmal Feuer speien und das wäre nicht so positiv. Okay, ja, kann er. Und jetzt den Regen einsammeln. Glaube ich. Guck, Dlim macht er immer. Also ist das nicht verkehrt, den Regen einzusammeln, denke ich. Blom? Blom? Nö, ist, denke ich, nicht verkehrt. Dlim? Aber was mache ich denn mit dem Regen? Oder ist das komplett egal? Hä? Muss ich genug Regen einsammeln vielleicht? So ganz viel.
für irgendwas. Ich weiß es nicht. Hä? Da war jetzt was, irgendwas Besonderes. Ah, das okay lebt noch. Ah, verdammt. Oder das ist ein No. Vielleicht ist es auch ein No, das kann auch sein. Ich dachte immer, es wäre vielleicht so ein okay. Könnte aber auch ein No sein. So. Jetzt müsste es ja eigentlich wiederkommen. Dieses besondere Ding. Da war gerade irgendwas Besonderes, meine ich. Oder bin ich gerade blöd? Nee, da war doch für ihn was. Ich treffe ihn nicht. Mama, hä? Woran erkenne ich denn, wann er schießt und wann nicht? Also wann der Feuer speit. Okay, er bewegt seinen Kopf. Oder wie? Genau, jetzt kommt das Wasser geregnet. Muss ich immer auf ihn achten, ob da Feuer speit oder so? Oder am besten immer am Boden bleiben? Weiß ich nicht, kann sein. Ich brauche mehr Regen, glaube ich. Ich glaube, ich muss ganz viel Regen einsammeln, oder? Weil manchmal kommt auch so ganz, ganz viel Regen auf einer einzigen Stelle. Das ist bestimmt sehr wertvoll und nützlich. Oder? Ich bin immer noch in der Theorie drin, dass ich vielleicht ganz viel Regen einsammeln muss. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Da oben, da! Hä? Das ist aber sehr ungünstig gespawnt. Schon wieder. Vorhin war das ja exakt gleiche Problem. Ich schätze, die Gegner müssen doch immer weg von mir gekillt werden. Weil das Ding uns immer bei denen spawnt oder sowas. Ja, die erreiche ich ja natürlich nicht, die Gegner. Die sind zu weit oben. Ah! Nein! Du da, du da, du da. Wie viel muss ich noch einsammeln? Hä, wie soll ich denn da hochkommen? Ja, ich krieg Damage, wenn ich zu nah an ihn rangehe. Also es muss ja eigentlich irgendwas mit den Tropfen zu tun haben, aber irgendwas verstehe ich hier nicht. Nee, irgendwas verstehe ich hier nicht. Da! Jetzt hab ich's. Hä, was ist das jetzt, was ich gesammelt hab? Hä? Was war das jetzt? Ich muss diesen Kampf auch nochmal nachgucken. Ich habe mir jetzt mal Gameplay angeschaut und angeblich soll ich ja nach oben, also ganz weit nach oben, und dann kann ich ihn irgendwie angreifen oder so? Also ich soll hier auf diese Plattform drauf. Aha! Jetzt habe ich die Glocke gegen ihn geworfen. Also sorry, aber wie soll man da bitte drauf kommen? Das hätte ein NPC sagen müssen, mindestens. Also das finde ich ja echt schwierig, darauf zu kommen, dass man... Guck mal, es funktioniert so nicht mal immer. Da geht das nur, wenn da oben so eine Glocke ist. Weil ich habe ja anscheinend von die Glocke geschmissen oder so. Jetzt habe ich aber wieder nur ein Leben. Die Glocke fliegt aber auch immer nach oben. Vielleicht soll das ein Hinweis sein? Ich aber trotzdem nicht gut genug. Ja, jetzt habe ich es verkackt. Aber was bedeutet das denn mit dem Regen? Der Regen bedeutet einfach rein gar nichts. Der existiert einfach nur so, oder wie? Was soll denn der Regen? Verstehe ich nicht, was der Regen soll. Der verwirrt mich einfach. Ich dachte die ganze Zeit, es geht um den Regen, aber nein! Nein, tut's nicht! Es geht überhaupt nicht um den Regen! So, jetzt aufpassen. Genau, und jetzt ziehen. Kann er nicht weit genug ziehen. Jetzt habe ich gezogen. Hä? Was ist das denn hier? Was ist das? Oh mein Gott, oh nein, ein Feuerbalken. Ah! Warum geht das schneller? Was passiert hier? Oh nein, jetzt bewegt er sich auch noch. Muss ich einfach nur überleben oder muss ich jetzt diesmal wirklich das Wasser hier einsammeln? Nee, ich muss nur überleben. Jetzt schnell ziehen. Ja! Ist er down? Was zum... Was zum... Oh, danke fürs Herz. Oder kommt nicht immer ein Herz raus, oder? Was? Das schneidet einfach hier den ganzen Background weg. Ah! Die Schere tut mir weh. Nein.
Okay. Was? Woran bin ich gestorben? Och man. Aber diesen Angriff finde ich sogar ganz cool. Das hier mit den, mit dem Feuer. Das hier finde ich sogar ganz cool, um ehrlich zu sein. So, und diesmal habe ich 2 Leben. Solange ich mich hier nicht treffen lasse, sollte es gehen. Vor allem, wenn ich wieder Glück habe, dann kriege ich wieder ein Herz aus dieser Kachel. Das wäre zumindest sehr wünschenswert. So, jetzt machen wir wieder sein Ding auf, ne? Ja. Gehe ich trotzdem Herz? Danke, Spiel. Immerhin ist das Spiel großzügig. Jetzt gerade gewesen. Mann! Ich bin gesprungen. Ich schwöre, ich bin gesprungen. Komm, noch ein Herz. Das wäre ganz cool. Habe ich 3. Nice. So, aufpassen. Weil ich möchte... Oh, das Feuer ist halt sehr böse, ne? Am Anfang dachte ich mir, das Feuer ist super einfach. Ach, da darf ich nicht stehen an diesen Dingern. Aber warum darf ich da nicht stehen? Bin ich hier safe? Nee. Ah! Ah, jetzt! Jetzt! Nein! Zieh trotzdem! Zieh trotzdem! Peace! Ja! Boah, das war nicht einfach. Aber ein coolerer Kampf als der letzte, muss ich sagen. Und jetzt gehen wir in den Drachen rein? Okay. Oh Gott, das geht noch weiter!